Moin Moin, mein Name ist Hanich der Löwe und mit mir spielt die. Mathilde. Genau, wir machen mal schnell Schatzsuche. Ach ja, stimmt. Schatzsuche war ja noch. Genau, hier war das. Hier blinkt er quasi. Der Lurch. Ah, hab ihn doch schon. Ach, du hast den schon? Das ging aber schnell. A White River Supplies. Muss ich wahrscheinlich abgeben, ne? Ja, den musst du zu dem Händler bringen. Oh, Honig. Perfekt. Ja, das war easy. Dann einmal kurz zum Drop fahren, würde ich sagen. Ja, ich habe ja noch ein paar Zombies. Aua. Auf den Hügel kann man die echt scheiße treffen. Kurz ausruhen. Alte dumme Kuh. Alte dumme Doppelkuh. So. Bleib doch mal liegen. So, was wolltest du gucken? Drop, drop. Oh, da ist ein Flüsslein. Ja, wenn da hinten eine Brücke ist, macht ein Fluss doch Sinn. Willst du drüber schwimmen, oder? Warte mal. Da war ein Schwein. Ja, ich sehe es. Ja, ich sehe es auch. Nimm du das Schwein, ich nehme den Zombie. Katsching! Du bist nass. Du kannst hier nicht atmen. Dann tauch doch nicht so tief runter. Mach ich doch nicht. Oh, Sackgesicht. Da hat er mich gut erwischt. Bist du mit dem Bike da durchgefahren? Nein. Ich hatte es einfach in mein Inventar gepackt und hab's wieder aufgestellt. Oh, Cheater. Wieso Cheater? Oh. Toll, soll ich zurücklaufen oder was? Na, das coole Haus ist auf der anderen Seite. Ah, toll, dann schwimme ich wieder rüber. Na, die Brücke ist ja so ein bisschen ein Popo, ne? Über die werde ich ja wohl nicht drüber kommen. Oh, den hat man auch leise gehört. Ja. Den Motorrad, das Motorrad draußen. Kein Mensch, auch kein Mensch. Das Essen ist ganz gut. Fluss ist hier so weit, ein Bikeset. In meinem Moped? Sag jetzt bitte nicht, du hast dein Moped verloren. Nee, ich hatte gerade, du hast meins genommen. Nein, deins kann ich doch gar nicht aufnehmen. Ich kann doch nur meins aufnehmen. Oder war das vielleicht das Hotel? Nee, ne?
Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall markiert. Und ich habe eigentlich auch den Weg gut geteilt. Nee, ist nicht das Hotel. Es muss weiter weg sein. Dead Man's Gulch. Okay. Das da vorne ist es. Naja. Sieht bei mir noch ein bisschen pixelbreimäßig aus. Ja? Ja, jetzt geht's. Eigentlich auch cool, weil die können ja nur von zwei Seiten kommen. Die Zombie-Line. Ich klopf mal unten an. Oh, Hektiker, Hektiker, Hektiker. Hat mich erwischt. Wow! Das ist es. Lade die scheiß Binte. Ich verblute. Das ist schon tot? Ja, den habe ich erschossen. Oh, da ist eine Schnelle, die leuchtet. Oh. Die kommt. Zusammen weggeballert. Mann, das gibt's ja auch nicht. Ich brauche also mehr Schrotmunition. Alter Schwede. Ah, die werden hier eh durch das Holz durchmarschiert. Hinter jemand? Ne. Ja, aber scheinen alle raus zu sein. Balkon oder so, was ist hier noch? Hm. Na, du gehst noch aufs Dach. Hätte was sein können, ist aber nichts. Was? Oh, ich dachte gerade, du fällst runter. Boah, gerade einen Schock gehabt. Ein kleinen für dich. Ach, da hinten, das war das Holzfäller-Camp da aus dem Mittelalter, ne? Nee, das war's nicht. Okay, so viel zum coolen Haus. Boah. Es sah cool von unten aus. Ja. So, und dann. Oh, ein Generator. Ja. Kriegt man da auch wieder tolle Sachen raus? Das weiß ich nicht, aber da war ja irgendwie noch so eine Stadt Richtung Osten. Ja, auf der anderen Seite. Gibt es auch wieder gespieltes Stahl. Alles, was kaputt ist, alles auseinanderbauen. Ich muss mal mein Motorrad beladen, ich hab so viel Scheiße dabei. Ja, das dabei. Wollte ich jetzt nämlich auch gerade noch.
mal gucken, ob wir die stattfinden? Ja. Aber dann müssen wir über den Fluss irgendwie, ne? Und ich glaube, da kommen mit unseren Frames nicht weit. Gucken wir mal. Erst gleich das Hotel. Oh, braucht man nicht. Hotel ist doof. Das ist die kaputte Brücke. Da brauchst du gar nicht drüber versuchen zu fahren. Ich wollte erst mal gucken. Ich wollte nur gucken, wie viel kaputt, aber nee, es ist zu breit auseinander. Kannst du knicken. Ich fahr mal links den Fluss lang. Also hier kommst du easy peasy runter. Was gefunden? Auch nicht. Auf jeden Fall noch ein paar interessante Häuser. Sieht ja aus wie Bates Motel da, das Herrenhaus. Oh, ey. Muss es doch mal irgendwo eine funktionierende Brücke geben. Na, ich glaube nicht. Okay. Ich baue mir jetzt eine Schnauze voll. Ja, ich helf dir. Reichen hier, wenn es zwei Frames... Ach komm, machen wir drei. Ah, müssen wir aber tauchen. Das ist kacke, ey. Weh, die Stadt lohnt sich nicht. Willst jetzt aber nicht ernsthaft die Brücke genau da bauen, wo der Fluss 2 breit ist, oder? Über die Insel. Nee, hier ist er doch am Schmal. Da ist er doch breiter. Ja, du, Schatzi, du bist da bei einer Insel. Achso. Ein Stück zurück. Oder auch nicht. Da hinten wäre es nämlich schmaler gewesen. Wo fängst du jetzt einfach an? Da, wo ich bin. Ja. Auch mal zusammen hier was machen können. Das ist ja auch einfach so. Ja, weil du ja 20 Kilometer weiter weg fährst. Weil da hinten, wo wir schon waren, da war eigentlich, das waren vielleicht 5 breit oder sowas. Das war nicht so schmal. So breit meine ich. Ja, schon fast fertig. Ja.
Vorsicht, Vogel. Kleiner Drecksack. Komm her, du kleiner Drecksack. Da kommt er auch noch. Ey, ich hab so ein Pech mit dem Verbänden. Ich wette mit dir, das Spiel weiß, dass ich einen Verbänden dabei habe und immer werde ich erwischt. So, Brücke ist schon fertig. Die erste muss ich trotzdem zwei bauen. Hä? Warum? Naja, weil hinter diesem Stück Land nochmal ein Fluss kommt. Also hinten sah es so aus. Ja, da wo du bauen wolltest, da ist ja auch so eine kleine Insel im Fluss gewesen. Nee, da meine ich nicht. Oh, lass mich doch mal vor. Lass mich hier. Doch da wo du bauen wolltest, da war eine Insel im Fluss. Nicht gut. Das ist gefährlich. Warte, ich muss reparieren. Boah, jetzt haut er nicht zu. Ey, das gibt's nicht. Ich treff nicht mehr. Ich treff den Gegner ja, komm nicht. Rüber. Ich kümmere mich um die Tussi. Ich treff die nicht. Jetzt treff ich sie. Danke. Hast du schon repariert? Nein. Doch, hast du. Ja, ich habe da ein Loch ein Ding reingesetzt. Das wollte ich reparieren, weil das habe ich kaputt gemacht. Okay, also mit Schwung am besten drauf, ne? Ja. Super. Ey, das sieht wirklich aus wie Bates Motel hier. Aber original. Was steht denn auf dem Schild? Fates Hotel, ja. Wie cool. Da müssen wir uns das angucken. Ja. Erst das Motel oder erst das Herrenhaus? Nee, erst das Hotel. Das Herrenhaus stinkt so nach Falle. Oh, ich blute schon wieder. Mamma mia. Ich habe ja mit Feinden gerechnet, aber... Wir sind, Ich muss mal ein Bett kaputt hauen. Warum? Ja, hier ist so eine Kiste hier oben. Oh, hier kommt man sogar hoch. Ah, hier sind die ganzen Räume miteinander verbunden. Der hat doch auch gespannert, der Bates. Ja, ja. Aber hier oben ist sonst nichts. Ah, hier kann man sich super verstecken. Vor Zombies. Wow! Oh, da ist ein schneller Farmer. Oh, da kommt ein paar. Ah, nimm die Schrot! Ah ja, die können ja hüpfen. Ich hab's ganz kurz vergessen.
Oh, das ist aber eine schöne Lagerparty. Weapons Bag. Oh, hier, Speaker haben wir gekriegt und ein Amboss. Speaker? Hm. Können wir Geräusche machen, keine Ahnung. Ein Speaker. Okay. Ups. Schon Nachbar? Ah ne, hier waren wir ja drin. Aha, hier ist das Loch zum Durchgucken anscheinend. Ja? Wo zeig ich? Ich will auch. Hier war ein Bild, ne? Bild, genau. Ey! Da war hier Stoff und so. So finde ich das Stück. Gucken, ob hier ein Zombie ist. Ah, hier geht's auch nach oben. Hey, wollen wir mal nach Zombie suchen? Achso, hier kann man wieder ins Dach und hier ist nichts. Und hier geht's ins Keller. Oh, Keller? Ja. Oh, oh, oh. Hier sind Särge. Hat er die im Keller verscharrt? Weiß ich nicht. Also, ich weiß es nicht mehr. Mei. Oh. Er lebt doch noch, oder? Ja. Alter. Pumpe ist leer und da bin ich hier gerade irgendwo blank. Ah, in dem Chat gewesen. Die letzten 7 Schuss. Ich muss mal was essen. Ich habe noch 18 Schuss. Ich habe nämlich vorhin welche gefunden. Kann ich dir, wenn welche, abgeben? So die Hälfte davon. Ich habe noch ein Scharfschützengewehr. Das hilft mir aber hier nicht. Scheiß Nemesis-Viecher. Könnte sein, dass die Katakomben hier ins Haus führen. Naja, das Gefühl habe ich auch. Das ist verbunden. Da ist auf jeden Fall einer. Der geht aber nur. Oh! Verschissenen schnellen Kackzombies. Kotzt mich an hier. Schlange? Geh du mal vor. Ich mag keine Schlangen. Ah, hier geht's nach oben. Oh, Klebeband. Das nehme ich gerne mit. Klebeband, Klebeband. Oder du bist es, der so komische Geräusche macht, weil du infiziert bist. Nee, ich bin nicht mehr infiziert. Achso. Er hat auch Honig gefunden im Drop. Aber das Herrenhaus war auch fertig. Hinter dir, Nemesis, Nemesis, Nemesis!
Alter, ist der groß! Jawollo, ey! Scheiße, ey, wie viel kommen denn da noch? Okay, das sind normale. Oh, die ist schnell. Ah, ich verblute und ich habe keinen Verband mehr. Gebe ich dir gleich. Ja, besser schneller als später. Ja, hier. Ups, jetzt bin ich nicht im Spiel gelandet. So, da. Eigentlich die teilen. Kannst du mir noch mal zwei wiedergeben? Gleich. Der war nicht tot. Danke. Na, mach du den. Ach, Jagdgewehr zerlege ich mal. Hier scheint es nach oben zu gehen. Machen wir noch ein paar normale Verbände. Ich das? Weiß es nicht, wer das ist. Da ist auf jeden Fall nach oben zugemauert. Da ist nach oben offen. Das Kohle? Schauen wir mal. Jo. Oh. Kohle und Stein, ne? Ich glaube, ich bin das, der diese Geräusche. Aber warum? Ich hab keine Ahnung. Gibt es da ein Kleidungsstück, was automatisch so klingt wie eine Schlange? Das ist ja mal cool, Kohle hier. Also ich habe 350 Kohle. 361. Doch nicht schlecht. Hier geht's hoch. Ah, ist vernagelt, was du schon meintest. Joa. Ah, hier ist Stacheldraht und so. Ja, da liegen auch Bomben auf dem Boden. Oh, das ist schön, das ist schön, das ist schön. Nicht nach links gehen. Aua! Was war das denn? Ich hab nichts gemacht. Du hast dich selber verletzt? Ahnung. So, einen Schleichmodus gekillt. Okay, ich versuch's auch mal. Ist hier auch eine? Ja, ich auch. Ah, die ist schnell. Die hat mich. Oh. Scheiße. Oh! Ja, ich kam mich nicht mehr zum Heilen. Oh, Heinrich. Oh. Ja, dann würde ich mich hier auch aus dem Haus, glaube ich, zurückziehen. Allein möchte ich hier nicht rumlaufen. Kannst du meinen Kram mitnehmen, weil ich bis ich... Ich kann so viel mitnehmen, wie ich kann. Ja, sorry, dass ich fast voll bin. Ich nehme auf jeden Fall deine Waffen mit. Ja, dann lass liegen, dann fahre ich da selber hin. Ich habe auf jeden Fall ein paar deiner Sachen mitgenommen, so. Nee, kannst du rausschmeißen, dann fahre ich da selber hin. Nee, ich habe die jetzt schon und jetzt behalte ich die auch. So, und ich gehe jetzt zurück ins Motel. Können wir uns das hier mal... Im Hotel willst du übernachten? Ja, es ist ja schon halb sieben.
Boah, dann nehme ich mir was zu essen mit. Du kannst doch noch ein paar Schrott, ein bisschen Schrottmunition mitnehmen. Wir haben nicht so viel Schrottmunition. Ich glaube, wir haben gar nichts mehr an Schrot. Okay, noch ein bisschen. Ah, die White River Supplies, die sind noch bei mir geblieben. Ah, das ist praktisch. Dann kannst du ja, wenn du herkommst, auch mal bei deinem Händler vorbeifahren. So ungefähr, ja. Rezepte. Mach erstmal Aloe Vera und Gesundheit. Das ist aber, klingt aber nicht gesund, du. Ich musste halt noch lösen. Ich weiß ja nicht, ob du es schaffst. Ja. Nö, ja, ich komme mit dem Fahrrad. Also eher nicht. Ich fahre dann durch die Nacht. Okay, ich warte auf dem Dachboden. Ne? Ah, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Also erstmal hier runter, dann da die Straße lang. Aber ich fahre lieber durchs verbrannte Gebiet. Lang. Einmal hier so rum. Ah, da ist eine Schlange. Hast du sie? Doch, die Schlange. Achso, deine Sachen lege ich ja nicht ab. Oh, da wird es ein bisschen dauern, bis ich da bin. Ja. Oh, war es hier bei dem Händler? Guck mal, ob ich noch ein paar Sachen von dir geborgen kriege in den knappen 2 Stunden. Oh, nee, das war ich habe mich gerade entladen, nämlich. Verdammt, die Abbiegung vergessen. Ja, mein Motorrad kriegst du ja auch nicht mit. Nee, das kann ich nicht aufnehmen. Da kannst du ja gleich alles liegen lassen. Aber ich kann dein Zeug wenigstens schon mal aus dem Haus holen. Ach, brauchst du nicht. Jetzt bin ich aber schon im Haus. Wenn du eh nicht alles mitkriegst, lass es, wie es ist. Ja, ich habe mich ja gerade einmal entladen. Achso, bitte. Nee, ich krieg tatsächlich immer noch was. Egal, das was ich habe, nehme ich mit. Kann nur leider auch echt nichts mehr in mein Moped packen. Dann hast du schon mal so ein paar wichtige Sachen, wenn du herkommst. Ja.
Ich radel erstmal. Radeln.